Hallo? So, die Propeller rotieren. Jetzt der Hebel nach vorne. Upsala. Da schweben wir. Orientieren uns erstmal. Grüne Landschaft. Viel Platz. Rechts Weinberge. Und Nebel. Als wären wir auf einem kleinen Planeten, kann man sich hier fühlen. Ein kleiner abgeschlossener Planet und da, wo es weiß wird, endet die Welt. Wir haben Geschichte jetzt im Visier, da hinten eine Burgruine, da vorne ein Auto. Sehr normal, lässt erkennen, dass wir uns im Jahr 2015 befinden. Und da wieder dieses Gefühl einer endlichen Welt. Einer endlichen Welt im Herbst. Am 4. November sah es so aus. Auf der Burgruine Obermoschel. Obermoschel? Kennt doch jeder. Liegt gleich hinter Niedermoschel. Ja, jetzt nähern wir uns der Burg. Da gibt's ein Problem. Die Drohne, die hier fliegt, wenn die ein bisschen hoch fliegt, vernebelt der Boden. Da, jetzt verschwimmt er. Wir sind bis hart ans Nichts geflogen, haben uns amüsiert über die Pastellfarben. Der weiße Punkt da in der Mitte, das war der Steuermensch, der jetzt einen zweiten Flug macht. Und diesmal dreht er nach rechts. Wir haben sozusagen mit zwei Drohnenflügen einmal im Kreis herum uns das Land angeschaut. Ein rührender, kleiner, spielzeughafter Planet. Nebel, Aquarium. Und wieder dieser Blick senkrecht nach unten. Ja, hoch, höher und noch höher rauf ist sinnlos, weil da sieht man Pastellfarben. Weil aber vielleicht dies der einzige Nebelflug ist, hier ein Novemberrundblick, werden mal diese Pastellfarben ausgekostet. Bis dann die Drohne den Befehl erhält, Home. Hat sie diesen Befehl, dann kann man ihr zuschauen. Sie landet, naja, so im 10 Meter Umkreis zu dem Punkt, wo sie gestartet wurde. Deshalb der Platz hier drumrum. Beim Home-Befehl kann man sie nicht auf den Punkt wieder absetzen, sondern sie landet recht ordentlich, aber eben mit einem gewissen Freiheitsgrad, da die GPS-Ortung nicht genauer als 10 Meter zu sein schafft. Da hat uns der Boden wieder.